man hier was anzünden auf diesem Ding? Hm. Oh. So, und was kann ich hier machen? Geocache! Ne, 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 ne. Wer hat hier denn die Geocache gelegt? Das würde mich mal interessieren. Hep. Hep. So, also muss es da oben noch einen anderen Weg geben. Aber dass es hier Geocache gibt, das ist so irre. Entweder sind die Entwickler Fans von Geocache. Oder ich weiß auch nicht. Was hast du denn für ein Scheißproblem, du Wichser? Au. Da oben, was ist da oben? Da oben ist ja irgendwas noch. Das heißt, wir müssen da hoch. Da leuchtet was. Das hier kann ja wohl nicht alles gewesen sein, was hier gerade ableuchtet. Ah, hier. Sehr gut. Fackel, Fackel, Fackel. Ja, ein bisschen Havoc Engine oder welche Engine wird hier verwendet? Weiß das jemand von euch? Ich weiß es nämlich gerade nicht. Das kann sie wieder nicht, die Lara. Feuchtes Dach ist nicht ihr Ding. Absteigen. So ist gut. Aha. Ein Geocache oder was? Fett. Werkdorf-Set. Das ist Multi. Untersuchen. Eierwildern. Eierwilderin, okay. Krass, krass, krass. Ist hier noch irgendwas, was irgendwie ableuchtet? Da oben. Wie komme ich denn da hin? Eine äußerst gute Frage, Herr Vendetta. Och, Lara, du bist doch echt ein Stümper. Nee, das klappt auch nicht. Dann erstmal hier weiter. Abgeschmiert. So, jetzt mal gucken, ob du gut aussiehst in Feuchtigkeit. Wir nehmen die Fackel nochmal mit. So. Man sieht keinen Unterschied. Gibt's hier eigentlich dieses obligatorische Lara irgendwo stehen lassen und dann die Kamera rumdrehen? Ja, das gibt's. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit zu Nora Tschirner ist wirklich gegeben, aber ich denke, es liegt mehr an den Haaren und so. Aber ich finde die Stimme... Hm. Ich weiß nicht, ob ich die alte besser fand, die alte Lara Croft Stimme. Also die... Boah. Kämpf dich hoch, Schlampe. Jawohl. Was war das denn? Wir nehmen eine Fackel mit. Die alte Stimme von der Lara Croft Tante ist ja auch die Stimme von Reload, dieser Sendung von ist das ARD Plus? Diese Game One Sendung der Öffentlich-Rechtlichen. Ich höre sie auch, aber ich will erst noch mal gucken, was hier so abgeht. Da hinten geht was ab, da weiß ich aber gerade nicht, wie ich hinkomme. Aber ich glaube, ich habe gerade den Sound an meinem Headset lauter gemacht. Den muss ich mal gerade ein bisschen leiser machen. Das dröhnt ja gerade so in den Ohren, das geht ja gar nicht. Aha, aha. Da unten ist ein Geocache, wie komme ich denn da hin? Was findet man hier? Einfach mal gucken, ne? Unzugängliches Grab. Kletterausrüstung zum Betreten erforderlich. Och, hat sie keine Kletterausrüstung. Lara, Niete. Oh, ein paar Knochen lutschen. Aber ich sehe nichts. Ist alles so nass. So,
So, wir gehen jetzt hier rein. Alter, die Wölfe sind ja krass unterwegs. Und sie haben Dubstep in der Höhle. Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Die sind echt mal krass unterwegs. Das erinnert mich gerade an so einen Film. Oh Gott, wie hieß denn der? The Descent. In der Höhle, wo die ganzen Leichen sind. Ich hab ihn. Ist hier noch irgendwas, was man gebrauchen jetzt zurück könnte? Zu Ross damit. Oh, der hat aber auch nicht lang gelitten, der Jägermeister. Ich muss mich kurz kratzen. Ah! Oh, genau jetzt hat mein... Hä? Ich hab doch links, rechts, Alter. Ey, die ganzen Tötungsarten, ne? Wie bei Dead Space. Hä? Alte Scheiße! Dieses Tastendebakel, ne? Anstatt dass sie da E und D und sowas hinschreiben. Nein? Ah, muss man diese Kacke immer wieder machen. Okay, also das gehört dazu. Oh, schon wieder verdrückt. Oh, die gönnen einem aber auch gar nichts. Ich habe schon wieder F und E verwechselt. Meine Herren. Boah. Also nochmal. So. Hä? Ich... Also, diese Quicktime-Scheiße ist ein bisschen unfair. Das muss ich ja mal sagen. Ich hab's gedrückt. Ich schwör's, ich hab's gedrückt. Ich hab sogar auf die Tastatur geguckt. Alter. Das könnten die echt ein Stück länger. Nur ein kleines Stück. Ich trau mich da doch jetzt gar nicht mehr raus. Ich weiß doch, da kommt doch jetzt ein blöder Hund. Kann ich wieder nicht schießen. Alter, ich fühle mich so verarscht. Das muss ich mir unbedingt mal bei anderen Let's Playern angucken. Ob die da auch so ausrasten. Na, die sind wahrscheinlich ein bisschen schlauer und spielen es mit Gamepad. Ich habe links, rechts, links, rechts, links, rechts. Alter, der Wolf will mich, der will mich so richtig bumsen gerade, ey. Ich mach mal so. Jetzt! Jetzt! Scheiß Wolf! Oh. Ah, und den darf ich nicht ausrauben, doch. Ja, Blödsinn, wenn ich. Ey, wenn jetzt wieder sowas kommt, raste ich aus, ne? Das war jetzt gerade eine ätzende Szene. Yep. Voll gut. Seilwinde to the win. Wow. Da unten ist wieder etwas, was man... Nee, das ist nur eine... Ist da noch irgendwas drin, was ich übersehen habe? Oh, da bricht mal das ganze Haus zusammen. Braucht eh kein Mensch. Habe ich schon erwähnt, dass ich Hühner hasse?
Da liegt es. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob das Bio-Eier sind oder Pferdefleisch. Hm. So, Junge, da bin ich wieder. Hier, Health Pack. Muss auch mal machen. Er muss sie machen hier wie bei Erkan und Stefan. Ey, gib mir ein Health Pack. Ficken wir dich zusammen. Ficken? Hä? Ah, nicht schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn. Gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Na los, Lara, hast du schon so gut. Lara, dieser Notruf muss gesendet werden. Ja, wie bei Lost. Ich kann erst mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Eben. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt Kletterausrüstung. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig. Jetzt kommen wir wieder durch diese Höhle, wo ich vorhin nicht lang konnte. Das ist cool. Jetzt bin ich Crazy Croft. Warum steht sie denn auf? Ich will nochmal hier ans Feuer und was machen. Ja, ich soll da hoch. Du solltest die Axt erstmal an der Felswand da drüben ausprobieren. Ja, gleich. Lass mich erstmal ganz kurz hier ans Lager. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Ausrüstung. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. So. Es ist klar, dass hier Menschen leben. Und sie sind organisiert. Sie töten und rekrutieren. Schaden. Aber warum? Gewickelte Sehne. So, oh nein, ich habe schon durchgeführt. Was wollen Sie? Wonach suchen Schussfritz. Sie? Schussfritz. Oh, ich will doch gar nicht schneller schießen. Das andere war doch viel cooler. Ach, Kacke. Jetzt habe ich das einfach ausgewählt. Alles weg. So. Jetzt gehen wir mal eine Runde klettern. Aber ist cool unterwegs, Lady. Also wenn es so easy wäre, dann würden, glaube ich, viel mehr Leute klettern gehen. Einfach mal so zack, zack und man kann auf einmal so richtig gut abklettern. Ah, hier, die Kiste. Klung.